Die Sportversion. Mit Spoiler und so. RS. Tiger RS. Mit der Flagge ist natürlich so einer aus. Vielleicht kannst du ja auch Dauerfeuer machen. Hast du gesehen, wie die hier alle gestanden haben? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play War Thunder mit Implid. Ich arbeite ja weiter kräftig daran, euch irgendwann auch die Raketenpanzer zeigen zu können. Dafür muss ich sie natürlich auch erforschen, die einzelnen Nationen fahren. Aktuell ackere ich mich durch den amerikanischen Baum, und bevor wir zum eigentlichen Fahrzeug kommen, mit dem ich heute so ein bisschen gespielt habe, möchte ich euch ein paar Sachen zeigen, die mir aufgefallen sind. Wenn ihr dieses Video sehen werdet, ist es wahrscheinlich auch schon wieder ein paar Tage her, dass das hier sich geändert hat. Trotzdem spreche ich es mal an. Ab und an bekommt der eine oder andere ja nichts mit oder der eine oder andere macht gerade eine Pause. Fangen wir also mal ganz vorne an. Ich habe, als ich den T29 Let's Played habe, euch gesagt, dass da ein Bug drin ist, den Gaijin beheben möchte. Ich zeige euch jetzt das Fahrzeug. Es ging hier um eine Platte, die hinter der Geschützblende am Geschützverschluss angebracht gewesen ist. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, guckt euch einfach das Video zum T29 an. Da habe ich ihn auch in der Röntgenansicht gezeigt. Und diese Platte, die hier gewesen ist, die ist nun weg. Also genau so, wie ich es euch auch angekündigt habe, hat Gaijin tatsächlich auch reagiert. Und diese ominöse Platte, die hier vorne komplett drin gewesen ist, ist rausgenommen worden. Somit bedeutet das für uns, wenn jetzt hier mal ein Schuss durch die Geschützblende geht oder da ein Schuss durch die Geschützblende geht, dass nicht zwangsläufig sofort der Geschützverschluss mit zerstört wird. Ist vielleicht für den einen oder anderen interessant zu wissen, dass Gaijin doch relativ schnell das eine oder andere in Ordnung bringt und das nicht mal unbedingt an die große Glocke hängt. Allerdings werden auch andere Sachen nicht unbedingt immer an die große Glocke gehängt, die vielleicht wichtig wären. Wir kommen jetzt zum weiteren Punkt, der mir im amerikanischen Forschungsbaum aufgefallen ist. Der T32, hier seht ihr ihn, ist Rang 5 geworden. Er war bisher hier zu finden, Rang 4, und war deswegen auch eines der Top-Fahrzeuge in den Kampfgruppengefechten. Ist mal eben auf Rang 5 hochgeschubst worden und ist somit in Zukunft völlig unbrauchbar für Kampfgruppengefechte, denn dort kann er nicht mehr eingesetzt werden. Welche Fahrzeuge jetzt alternativ genommen werden, wird sich in der nahen Zukunft zeigen in den Kampfgruppengefechten. Ich tendiere jetzt, wenn wir mal nur von amerikanischen Fahrzeugen reden, zum T26E1, denn relativ gute Panzerung besitzt, wenn man Glück hat und, ja, ich sag's mal ganz vorsichtig, das Spiel einmal wieder nicht trollt. Und ja, der T29 dann eventuell aber aus der zweiten Reihe gespielt, mit seiner Kanone natürlich ein mächtiger Gegner, wenn er dann ein anderes Fahrzeug trifft. Eine weitere Veränderung, die gerade stattgefunden hat, ist das hier. Lange, lange wurde es gefordert. Mittlerweile hat es tatsächlich auch stattgefunden. Der Panther 2 ist von Rang 5 runter auf Rang 4 gewandert. Natürlich ist das Battle Rating dasselbe geblieben. Und das bedeutet, wir haben den Panther 2 endlich in der Situation, dass er für Kampfgruppengefechte eingesetzt werden kann. Ich glaube, da wird er auch eine ziemlich gute Figur machen, denn es ist ein verdammt starkes Fahrzeug. Ich freue mich über diese Änderung, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich denke, auf Rang 4 mit einem Battle Rating von 6,7 gehört er eher hin, als auf Rang 5 mit einem Battle Rating von 6,7. Da sind so erstmal die Änderungen, die mir ganz besonders ins Auge gestochen sind. Wir gucken uns heute allerdings mal wieder ein Match mit dem, ich mache mal eben das Deck wieder auf. Cobra King an. Da ist er. Der Cobra King, ich habe ihn ganz früher mal Let's Played, war auch mal einer meiner Hasspanzer. Ich habe immer gesagt, mit den Dingern kriege ich nichts hin. Lag damals aber auch an der Kanone und der Munition. Ich bin dann irgendwann hingegangen, dazu übergegangen und habe ihn überwiegend mit der M61 Shot gespielt. Die hat allerdings nicht, wer weiß wie viel Penetration. Ihr seht das hier selbst auf 100 Metern, gerade mal 88 mm. Da lacht sich ein Tiger 1 kaputt. Genauso wie sich ein Panther kaputt lacht. Das hier heißt, man musste sich sämtliche Gegner mehr oder minder von der Seite packen, um sie überhaupt zerstören zu können. Jetzt ist es aber so, dass wir hier auch noch die M72 Shot in seiner Ausstattung finden. Und die M72 Shot hat mich auf einmal sehr, sehr überrascht. Woran es liegt, ist jetzt natürlich wieder so ein Aluhutgelaber. Kann sein, dass Gaijin an der Munition wieder ein bisschen gedreht hat und sie jetzt wieder mehr Schaden macht. Kann aber auch sein, dass das Spiel an dem Tag einfach gesagt hat, wo ich mich eingeloggt habe: Heute machst du alles mit Erzschuss kaputt, morgen bist du wieder blöd, Mann. Ich weiß es nicht genau, woran es liegt. Ich werde es im Auge behalten. Ich werde den jetzt das ein oder andere Mal fahren, um zu sehen, ob die Munition tatsächlich verbessert worden ist oder ob ich einfach nur Lottoglück beim Einloggen hatte. Fakt ist, mit der Munition habe ich verdammt viele Gegner ziemlich heftig treffen können und teilweise auch mit einem Schuss zerstören können. Und das war früher nicht der Fall. Da könnte man mit dieser Munition unendlich viele Löcher in den Gegner reinstopfen, und zwar so lange, bis er aussah wie ein Sieb. Beschleunigungslöcher nennt man das, glaube ich, auch. Dann geht der Fahrtwind besser durchs Fahrzeug. Den Cobra King habe ich schon mal vorgestellt, für alle die ihn noch nicht kennen. Das ist ein Fahrzeug, das man eigentlich wenigstens hier bis zu dieser Nietenreihe Hull-Down spielen sollte. Das liegt einfach aus dem Grund, weil er hier unten doch ziemlich zart beseitigt ist und die Gegner, gegen die er antritt, es sind oft Tiger und Panther, auch 5-7, ihn doch ohne Probleme penetrieren können. Wenn ihr das jetzt hier seht, in diesem Bereich haben wir gerade mal 114 mm Panzerung. Das ist nicht wirklich viel, wenn man, ja, an die Durchschlagskraft eines Panthers, eines Tigers, eines T34-85 denkt. Hier oben ist jetzt so ein, ja, typischer, ich sage nicht Anzeigefehler, wir haben ja einmal die 38,1 mm Stahl, die auf die eigentliche Panzerung, die er hat, draufgeschweißt worden sind. So kommen wir insgesamt dann auf etwas über 100 mm Frontpanzerung, das sind Tigerwerte. Dazu kommt dann noch, dass er angewinkelt ist, und somit haben wir hier wahrscheinlich sogar eine effektivere Panzerung als ein Tiger oder ein Panther. Das heißt also, hier in diesem Bereich ist er relativ stark gepanzert und seine richtigen Stärken. Und deswegen spielt man ihn eigentlich auch hauptsächlich Hull Down, also so, dass die Wanne versteckt ist. Das ist seine Turmpanzerung von 177,8 mm. Das schützt uns allerdings nicht davor, dass uns irgendjemand bei Gelegenheit doch mal den Geschützverschluss kaputt wummert, aber das ist ja ein altbekanntes Problem hier im Spiel. Trotz alledem, hier oben sollte so schnell nichts durchgehen und die Besatzung in eurem Turm töten. Sicherlich gibt es Gegner und Munition, die das auch können, aber viele Spieler kriegen das nicht hin, ihm da durchzuschießen, vor allen Dingen, wenn es über Distanz geht. Auf diese Stärken könnt ihr euch verlassen, und wenn ihr das Fahrzeug dementsprechend einsetzt, werdet ihr mit dem Fahrzeug richtig viel Spaß haben. Wir gucken uns jetzt zwei Matches an, die ich mit ihm hier gemacht habe, das allerdings zusammen mit Leuten aus meiner Kampfgruppe. Wir sehen uns danach hier in der Garage wieder. Ich wünsche euch viel Spaß. Ach ja, Brücke. Das schöne Brückchen. Aber ich mit dem G habe ich da Spaß gehabt. Gucken, wie es mit dem Skorpion wird. Eigentlich ist der Skorpion hier jetzt in seinem natürlichen Habitat. Ich weiß, der war nicht gut. Nicht weinen, nicht weinen. Wird alles wieder gut. Noch kann ich rausschneiden, noch hat das Match gerade erst begonnen. Hey, so schlimm war der jetzt auch nicht. War ich jetzt auf Ort drauf für mich? Das soll bedeuten, wir sollen jetzt alle gefälligst die Schnauze haben. Komm mal auch selber für mit Helm. Ich muss auch mal Gefühl zeigen. Ich bin nicht nur so ein knallharter Typ, ich zeige auch meine feminine Seite. Okay. Hör auf die zu zeigen. Warum? Fällt mir nicht. Irgendwas ist da bei mir gerade gebounced. Gebounced? Brückenpfeile, aber. Fliegen die Geschosse jetzt langsamer als letztens? Ich kann das Ding richtig fliegen sehen. Also ihr habt da T34, Panzer 4 und ich weiß nicht, was da ja, T34 sehe ich hier schon, der schießt auf mich. Der kleine schwule Sack. Autsch, da ist ein Panther. Und jetzt schieße ich zurück. Ja, den kann ich auf 1,6 zu. Unbeschädigt? Mama mia. Wo gehen denn meine Geschosse hin? Jetzt habe ich mal einen Crit gelandet. Der hätte treffen können. Gut. Oh. Tiger kommt zu euch, Pudels. Schlecht. Ich sehe da erstmal einen T34, der unbeschädigt ist. Oh. Geschützverschluss. Hallo T34, wie geht es dir? T34 gehört mir. Oh, oh. Oh, 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 oh. Du musst auf die Typen da oben achten. Oh. Wenn sich das Rohr so ganz langsam auf dich eintritt. Oh Gott. Mann, war das jetzt knapp. Ich lasse mich hier gerade schön von T34 am Beschießen. Wo hat der mich denn durchgeschossen? Da ist er doch wieder. Und schon wieder ist der Turmdreh ganz im Eimer. Wie oft will der das eigentlich noch machen? Deutscher KV2. Und der brennt schon anscheinend. Da wurde gerade ein bisschen was aufgedeckt. Da oben auf dem Berg stehen immer noch zwei T34, die von da oben runterschnippen. Aber bis jetzt haben die mich noch nicht mal angekratzt. Während ich denen die ganze Zeit irgendwas rausnehme. Oh shit. KV2. Jetzt heißt es wieder Kamikaze fahren. Hey, wie oft ich unbeschädigt an den Dingen abpralle. Die Kanone von dem Jumbo reißt aber echt nichts auf Entfernung, wa? Autsch, da kommt ein KV1-S5. Der ist an der Brücke vorbei. Der ist hinten rumgefahren. Ich sehe da leider nur einen Tiger, der mir mal eben kurz... Wo? Links oder rechts von mir? Vor meiner Brücke direkt vor dir. Kommt gerade raus. Im Blied. Vor dir ist der. Ja gut, der kann ich nicht drauf wirken, dann fahre ich aus der Deckung. Ich muss also hier von der Seite ran. Ja, der prall ich ab. Ich muss reparieren. Werde ich immer durch den Tiger gekillt. Ja. Ich höre Dümpchen. Und da hat mich PE-8 erwischt. Ah, russische Bomber auf dem Tier sind sowas von übel. Verstehe ich jetzt nicht. Ich war fertig mit der Reparierung, es muss nur mal 30 Sekunden reparieren. Ah. Dann komme ich jetzt mal mit einer BF 109. Geh mal Bomber jagen. Was will der Panda eigentlich noch auf mich schießen? Alter, was ist denn da in der Luft los? Und er schießt und schießt und schießt. unbeschädigt. Was soll die Scheiße? Ach, ich bin zu voll, hier mal was runterschießen. So, mit der AP-Mülzen komme ich bei Panda und Tiger nicht durch. Obwohl die eigentlich durchkommen müsste. Tja, wo will das Ding denn hin? Will abdrehen, so wie es aussieht. Ja, was dem Spiel fehlt. Wenn du im Flugzeug abgeschossen wirst, so eine kleine Animation. Inwiefern? Ja. Dass die Kamera dann so in das Flugzeug ringsrum schwebt und wie du langsam runtergehst, brennend. So wie bei Pearl Harbor und dem Film. Mit tragischer Musik. Ja, cool. Und schon wieder gegnerische Jäger. Oh, wo ist denn irgendwie... Glaubst du wirklich, du könntest mich im Steigen abhängen? Gibt's doch nicht. Oh, wo ist der Flieger? Da ist er. Geil. Sonst glaube ich von draußen kaufen. Das ist wieder eins von diesen merkwürdigen Matches. Eben 1000 Schüsse in den Tiger reingepumpt, nichts ist passiert. Den Tiger mit einem Schuss frontal rausgenommen. Ich habe gerade erstmal eine AR-2 geschrottet. Und da kommt schon der nächste Bomber rein. Ach, es wird da dein Spaß. Ach, und für meine lieben YouTube-Zuschauer, ich gucke mir das nachher nochmal an und gucke, ob das wirklich so gewesen ist. Falls ich jetzt wieder was Falsches gesagt habe. Bomber töten. Ich fliege auch einfach mal hinterher. Gut, dass ihr den jetzt gut trefft. Woho! Und er ist gekrittet und ich mach mich vom Acker. Komm, stütz ab. Ich hab gesagt, stütz ab. Irgendwas beschießt mich damit Raketen. Ja. Bin hinter ihm. Darf aber nichts. Oh, hat sich dieser Bomber echt noch davon gerettet? Ich glaube, ich fliege mal zurück und hole mir mal neue Muni. Brauchst du nicht. Nicht? Guck mal, ist vorbei. Oh. Was für eine Scheißrunde, meine Fresse. Ach, ich fand es jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich meine, es hätte schlimmer laufen können. Oh, was macht denn der Jäger da unten? Ach so, jetzt ist er eh schon vorbei, schade. Also wenn du mit dieser BF 109 ausschließlich Boom and Zoom fliegst, kann die was. Das Deswegen schießen auch Überschalljets zum Beispiel. Ja, Wahnsinn. Deswegen schießen jetzt zum Beispiel auch überall Überschalljets im Hochgeschwindigkeitsflug gar nicht mehr mit Kanonen und mit Bordkanonen. Deswegen hat man ja Raketen entwickelt. Ja gut, im Überschallbereich ist das auch gar nicht so ratsam, weil die Kanone dann eine Wirkung auf deinen Rumpf, auf deinen Rumpf auswirkt, die du im Überschall gar nicht gebrauchen kannst. Mhm. Die tut ja regelrecht das Flugzeug destabilisieren. Weil das Flugzeug eh schon bei der hohen Geschwindigkeit mit Stabilitätsproblemen zu kämpfen hat. Ach klar. Aber gemacht. Die Speedfire. Skule, du spielst PC, ne? Frag mich, woher der die Energie nimmt. Skule? Hm? Du spielst PC, ne? Ja. Wie viele FPS hast du gerade? 43. Okay. Du spielst ja auch PC? 53. Tudel? Ich habe durchgehend 60. Okay. Was hast du für eine Karte drin, wenn ich fragen darf? GTX 690. Ich habe nur 80 FPS auf einmal. Verstehe ich nicht. Nur 80? Ich habe eine 79 drin. Also ich habe 60. Was hast du für eine drin? GTX. Habe ich nicht verstanden, Entschuldigung. GTX 480. Habe ich 60 FPS. Ich habe heute einen neuen Patch aufgespielt von Nvidia oder einen neuen Treiber. Nicht, dass der wieder Probleme macht. Ich habe keine Meldung bekommen, dass ich einen neuen Treiber brauche. Schon wieder merkwürdig. Gestern musste ich wieder ewig überall reinbolzen, jetzt wieder jeder Schuss böse. Hier auf meiner rechten ist irgendwo ein T34, den habe ich kritisch getroffen. Ist doch normal. Liegt hier mit der B14, ne? Die ist voll ausgebaut bei mir. Die BF 109 G14. Und ich habe da zu tun, wirklich wie die Pilzsau. Jetzt bin ich auf die G6 umgestiegen, die in Rang tiefer ist. Die ist völlig stock und ich mache einen Kill nach dem anderen. Nur weil die eben ein Stück tiefer im BR ist. Wahrscheinlich. Ups. Ups, das war die Flak. Ich wollte eigentlich gerade eine Flak vor mir killen, aber jetzt ist... Naja. Ich bin da unten. User left your channel. Irgendwie komme ich zu spät. Ist cool, du. Der ist geplatzt. Ups. Warum? Wirbelwind. Wegen dem Wirbelwind? Jo. Du müsstest doch wissen, Wirbelwind gegen G18, wie das M18, wie das ausgeht. Das ist ja. Das haben wir gemacht und wegkommen. Der Wirbelwind braucht nur einmal schief zu husten, da fliegt die M18 in die Luft. Ja, da war noch irgendwie so eine Russenflak in der Nähe. Mal 12 war die. Hm. Ich schieße die ganze Zeit mit AP-Munition und trotzdem gehen die Gegner alle ratzefatze kaputt. Haben die da wieder was verändert? Keine Ahnung. Flak, flak, flak. Flak, flak, wo? Ah ja, sehe ich. Flak, wo? Noch eine. Ja, sehe ich. Oh, Kacke. Die achtet nicht auf mich. Flak tot. Oh, ich fahre nochmal zu A. Hallo. Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Ach, unser Flugzeug. Ja, den da jetzt rausgenommen. Oh, Kacke. Boah, das war knapp. Ach du Scheiße. Sturmgeschütz. Woho. Es macht sich schon bezahlt, wenn man weiß, wo man hinschießen muss. T34 kommt rein. Keine Sicht. In der A steht ein Panzer 4, der die entgegengesetzte Richtung schaut. Da ist eine Flak vor mir aufgeploppt. Durch die kann ich durchschießen, passiert nichts. Bin ich hier am Spawn? Oh, das ist der Porn, das ist auch du Scheiße, Entschuldigung. Ich sag Entschuldigung, fahr zurück. Oh. Fährt schon wieder ein Ostwind rum. Alter, da schießt jetzt zwei Flachs auf dich. Ja, ich kann ja auch nicht weg. Punkte ohne. Ich versuche dir mal so ein bisschen auszuhelfen. Durch die Munition, was passiert? Gar nichts. Ich bin kaputt, ich kann hier nicht wegfahren. Kette ist ab. Oh, ja, das ist auch das Einzige, was die gegen dich hätten machen können. Oh, oh. Direkt vor dir ist wieder was. Gut. Oh, irgendwas hat mir gerade hier den Schützen rausgenommen. Und der ist ja mit mir wieder ein Geschützverschluss kaputt. Oh, da ist ein dicker Max. Ja, oder aber da ist Max. Auch noch ein Hetzer, der schießt mir hier gerade Löcher in. Er schießt definitiv nicht mehr, weil sein Geschützverschluss jetzt im Arsch ist. Den 470 hat mich jetzt von der Seite gepackt. Die lassen einen dann aber auch nicht wieder wegfahren. Alter, den sieht man ja gar nicht, den 470. Meine Fresse. Oder? Ne, doch nicht. Wir haben zurückgekappt, alles klar. Ja, ja, jetzt zwei Spawn können wir ja. Autsch, irgendwas hat mich gerade erwischt. Jo, 470 war so richtig. Und direkt auf deine Service und raus. Ja, macht nix, macht nix. Oh! Panzer 2H, das Ding ist auch irgendwie lustig. Brauchen wir Leute am Boden? Oder sind viele Flieger in der Luft? Also ich sehe zwei Flugzeuge über dem Gebiet. Ich starte jetzt als drittes Flugzeug. Dann bin ich das vierte. Ich vermute mal, wir werden gar nicht mehr rechtzeitig da ankommen. Kann gut sein. Es geht mir ja immer so, wenn ich mich mal für ein Flugzeug entscheide, ist das Match zu Ende. Ah, ich sehe da unten, da kurft ein gegnerisches Flugzeug rum. Wieso bist du da hinten gespawnt? Hä? Wieso bist du? Ich glaube, du hast Flugplatz ausgewählt. Icke? Ich habe das ausgewählt, was das... Es ist unüblich, dass man da so weit hinten auf dem Flugfeld spawnt. Na komm, den Flieger, den kriege ich noch. Oh, der ist ein Doppeldecker, echt jetzt. Der nimmt dich noch raus. Naja, der Doppeldecker hat mir gegenüber einen Nachteil, ne? Der Bauquote. Ich kann steigen. Hm. Oh. Schade. Match vorbei, bevor ich ihn mir holen konnte. Ich habe richtig viel Schaden mit der AP-Munition gemacht. Ich bin jetzt schon wieder verwirrt. Du bist immer verwirrt. User joined your channel. So, da sind wir wieder. Ihr habt es gesehen, mit ihm kann man doch mittlerweile relativ viel Spaß haben, viel Schaden machen. Gut, einstecken tut er eigentlich auch. Problem ist halt, ist ein 5-0er Fahrzeug. Die Wahrscheinlichkeit, dass er in ein 4-7er Gefecht geschubst wird, ist äußerst gering, wo man dann eigentlich hier den dicken Max raushängen lassen könnte. 5-0er Matches gibt es nach wie vor nicht sehr viele. Es wäre dann die nächste Möglichkeit 5-3er-Matches, wo wir dann solche Sachen wie T34-85, T34-85, D-5-T finden. Aber interessanterweise lande ich mit ihm hier überwiegend in 5-7er-Matches. Woran es liegt, kann ich nicht sagen. Ist einfach so, das heißt also auch, wenn ihr euch jetzt dieses Fahrzeug zulegen solltet oder mit diesem Fahrzeug spielt, rechnet einfach mal damit, dass die meisten Gegner eher ein Battle-Rating von 5-7 haben, weil der Matchmaker das gerade aktuell so möchte. Funktionieren kann die ganze Kiste trotzdem. Man sollte dann das Fahrzeug aber noch ein bisschen anders spielen, als wenn man auf 4-7er Gegner trifft. Wenn ihr Fragen zu dem Panzer habt, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr ansonsten Fragen habt, könnt ihr es auch unten in die Kommentare schreiben. Ihr habt es gemerkt, ich habe in den Videos das eine oder andere Mal gesagt, ne, ich muss das jetzt hier direkt mal richtig stellen, nicht, dass meine Zuschauer dann wieder in den Kommentaren ausdiskutieren, was ich da falsch gemacht habe. Ich habe das ja jetzt schon in 1000 Videos gesagt. Wenn ich in einem Match bin, dann sage ich oder plapper ich manchmal Sachen, die sich hinterher als so nicht richtig rausstellen. Es liegt einfach daran, dass das eine Momentaufnahme ist. Genau in dem Moment sehe ich mit meinen Augen irgendetwas, was in Wirklichkeit gar nicht da gewesen ist. Oder ich schätze die Situation falsch ein und dann sage ich etwas, so wie ihr das auch macht. Nur ich habe die Möglichkeit, mir die Videos hinterher noch anzugucken und sehe dann selbst ganz oft, dass ich Dünnschiss gelabert habe, um das mal ganz platt zu sagen. Deswegen, lasst uns nicht jedes Mal jedes Wort von dem, was ich sage, ausdiskutieren. Es sei denn, ich gebe euch Tipps, Hinweise, ich versuche euch was zu erklären und das mache ich falsch. Und dann schreibt ihr das natürlich unten in die Kommentare und tadelt mich aufs Schlimmste. Ich habe es dann nämlich nicht besser verdient. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß am Spiel. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss, alles Gute, euer Implied.